Wir können ja noch keine Strohstrukturen, keine Holzstrukturen machen. Dann bauen wir uns zunächst eine Stroh oder zwei. Mal gucken. Stroh. Ja, was fehlt hier? Stroh, natürlich. Komm, der Para hat zwar dabei, aber ist egal. Bauen wir uns mal eine. Strohfundament. Gegenstand herstellen. Das hier unten können. Oh, ja. Gut, so geht's auch. Die Strohwand bauen wir nicht. Die brauchen wir nicht. So. Inventar. Genau. Dann machen wir das hier weg. Die Axt und so, das brauchen wir hier nicht. Machen wir hier das Strohfundament gerade mal schnell rein. Oder hier. Ist egal, wo. Irgendwo, wo frei ist. So. Dann packen wir das schon mal hier hin. Und gucken, was wollte ich noch herstellen? Strukturen herstellen. Stößel, was fehlt uns da? Leder 15, Stein 65, okay. Das kriegen wir hin. Ich habe eben noch ein Dodo hier gesehen. Ah, oh cool. Und den hier. Sollte uns eigentlich auch ein bisschen Leder geben. Ah, das kann auch sein, weil der eben in den reingehackt hat. Jawohl, 7 Leder, sehr schön. So. Jetzt du. Speed leveln hier. Oh, schon wieder ein Speer kaputt. Ach, ich vergesse immer, dass ich ja, die Axt nicht mehr da drauf stehen habe. So. Leder. Jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch Steine. Mal gucken mal, ob wir schaffen, ohne an das Inventar von unserem Freund zu kommen. Weitestgehend. Den Mörser und den Stößel herzustellen. Da können wir nämlich wieder schön aufleveln damit. So, zack. Ach, guck mal da, wer da ist. Hast dich aber hier falsch verirrt, mein Freund. Tut mir echt furchtbar leid. Was bist du denn? Ich komme nicht durch. Ja, danke. Oh, ein Level 21. Du stehst mal im Weg, Mann. So. Ah, schon. Siehst du schon wieder? Ja, habe trotzdem Leder bekommen, auch wenn ich mit der Fackel draufgehauen habe. So, Mörser und Stößel. Wir gehen mal einfach. Jetzt gucken wir einfach mal. Ja, den können wir noch nicht herstellen wegen den Steinen. Komm, dann machen wir die Steine jetzt mal schnell rüber. Ist egal. Gegenstand herstellen. Okay. Dann haben wir den nämlich schon mal. Kochen, Leuchtfeuer, Lagerfeuer. Da brauchen wir jetzt noch Stroh. Das hat der auch. Dann machen wir das auch gerade. Haben wir das alles? Am besten noch ein zweites. Wo ist es denn jetzt? Kochen. Ach, kochen, komm. Gegenstand herstellen, genau. So. Holzlager, ja, das können wir jetzt noch nicht. Da fehlt uns wahrscheinlich das. Dann machen wir das auch gerade. Eine reicht schon. So, jetzt sind wir noch Level up. Okay, komm. Wir gehen hinten in unsere Bude. Und machen weiter. Geile Scheiße, ey. Läuft. Läuft momentan richtig gut. Hier ein paar Dinger essen. Ja, jetzt alles mal da unten rein, wie wir es brauchen. Achso, das Strohfundament kommt, da bauen wir gerade noch eins, würde ich sagen. Und dann können wir das hier unten rausholen. Speer nicht. Nee, scheiße. Herstellbares. Waffen, Primitiv, Nahkampf, Speer. Der bleibt hier unten mal noch. Den müssen wir ja, haben ja nichts anderes, um uns zu verteidigen. Inventar. Was haben wir denn jetzt? Den Mörser? Genau. Die Dings ist schon drauf. So, dann haben wir jetzt hier mal alles, was wir brauchen. Erstmal noch erweitern. So. Und dann platzieren wir hier mal das Leuchtfeuer. Oder die Leuchtfeuer nebeneinander. Hier machen wir den. So, und Stößel machen wir hier hin. Und die Kiste da hinten dran gerade. Es ist jetzt einfach nur, dass wir hier alles haben, was wir brauchen. Hier schmeiße ich mal die Steine rein. Und ja, mehr haben wir gerade nicht. Gut. So, jetzt können wir hier unten wieder das Inventar leerräumen. Tipp, tipp. Und den Level up vollführen. Wir gehen jetzt auf. Gesundheit.
So, jetzt was gucken wir, was wir jetzt wieder freigeschaltet haben. Narkosemittel, okay. Zündpulver, das würde ich gerne lernen. Ansonsten haben wir jetzt Holzfundament, genau. Und die Holzwand. Ja, müssen wir noch einmal Level abmachen. Dann machen wir uns die Holzwand. Dann haben wir uns jetzt momentan einiges erspart. Er ist auch ein Level ab. Inventar öffnen. Geht er auch mal hier auf. Der hat ganz gut. Brauchen wir Ausdauer. Weil er ansonsten alles ganz gut hat. Feuerstein hat er nicht viel. Okay. Wir können jetzt Holzfundamente bauen. Das machen wir gerade. Und hier Strukturen. Holz. Drei Stück herstellen. Genau. Da haben wir wenigstens direkt Holz. Ich würde das auch gerne hier unten reinmachen. Das geht das jetzt? Jetzt. Okay. Gehen wir ins Inventar, holen uns gerade die Holzfundamente. Ja, nicht hier rein. Bei mich, Mann. Ach, komm doch. Rüber. So. Fresh Meat holen wir auch. 13 Holz haben wir noch. Müssen noch ein bisschen hacken. Ach, jetzt habe ich. Jetzt habe ich es aber vergessen, hier unten reinzumachen. So, jetzt. Jetzt passt's. Leck mich doch. So. Jetzt können wir auch mit Holz eigentlich unser bisheriger Bau ersetzen. Unseren bisherigen Bau. Aber das ist mir jetzt egal. Wir machen jetzt einfach hier, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Und ja. Jetzt heißt es, jetzt brauchen wir Feuersteine. Hatten wir nicht viel. Wir schmeißen mal hier kurz den Grill an. Hier mal die Fresh Fish Meat rein. Und Holz. Und Feuer entzünden. Reicht jetzt nur für eins, weil wir haben nicht mehr Feuer. Obwohl, wir könnten hier noch mit Stroh brennen. Ja, haben wir auch nicht viel. Ist egal. Fresh Meat. So. Vielleicht reicht es dafür noch für irgendwas zu verbrennen. Wir holen jetzt einfach mal Holz. Für hier ja, das Ganze ein bisschen voranzubringen. Wir brauchen hier nur einfach mal einen Unterschlupf. Mehr nicht eigentlich. Respawn-Punkt vielleicht noch durch ein Bett. Das wäre ganz nett. So, essen wir einfach mal noch die anderen Beeren. Da müssen wir auch dran denken, dass wir das nicht vernachlässigen, das Beeren sammeln. Weil ja, wir haben auch einen Dino, den wir füttern. Und so weiter und so fort. Aber hauptsächlich gucken wir jetzt, dass wir einfach hochleveln. Leveln ohne Ende. Level, 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 Leveln. Alles machen, was Level bringt. Alles machen, was EP bringt. Das bringt ja alles im Spiel EP. Aber es gibt natürlich eben. Oh, Lehm. Das ist nämlich auch neu. Lehm ist auch durch die Mod reingekommen. Und ja. Damit kann man auch jetzt Hütten bauen. Lehmengramme. So. Zack. Nochmal die letzten Beeren essen. Achso, ja, wir hatten ja schon. Ich dachte gerade schon, wir haben doch eben schon die letzten Beeren gegessen. Und habe mich gewundert, warum jetzt wieder welche da sind. Ich bin ja auch ein Trottel. Ist ja auch kein Wunder. So, mal schön alles hier niederhacken. Steine mitholen. So, die ist kaputt. Reparieren wir. Beeren sammeln in der Zeit, wo wir uns nur langsam bewegen können. So, hätten wir jetzt eine Roller, wäre das Ganze schon ganz cool. Da könnte man nämlich da hinten den Vogel hier schon fangen. So ein Flugsaurier wäre auch geil, aber wir können erst einen Sattel Level 35, es sei denn, wir finden irgendwo in den Crate-Boxen was. So, Steine. Noch ein bisschen. Wie sieht's denn aus? Gewichtsmäßig sind wir gleich voll, okay. Noch ein bisschen Iron. Ah, Inventar voll, okay. Dann gehen wir doch mal hier hin. Das sieht schon aus, als gehört er uns, ne? Ach Mist, jetzt kommen wir hier nicht hoch, weil wir nicht springen können, ne? Doch, geht. Man kann hier hochlaufen. Sehr schön. Das freut mich. So, Steine, die brauchen wir jetzt momentan für nichts anderes, außer hier. Können wir Zinnpulver herstellen, dann haben wir das auch schon. Und das bringt uns auch EP. Alles klar. Wunderbar. Läuft. Jetzt machen wir hier schon mal das erste Zeug rein. Stroh, Kot. Die Beeren, die geben wir dem anderen Vieh. So, alles andere machen wir hier. Oh, Rotten Meat ist auch schon gut, dass wir das auch schon haben. Gefällt mal. So, Fasern, Seeds, alles mal weg hier. Iron weg, Lehm weg. Wunderbar. Dann machen wir hier auch mal
schon das Rotten Zeug rein. Wo ist es denn jetzt? Ah, hier. Das können wir nämlich hier auch gebrauchen. Okay, da haben wir schon 30 Zimtpulver. Nett. Und jetzt, Holz haben wir. Habe ich jetzt nicht in die Kiste gelegt, oder? Nee, gut. Da wollte ich nämlich hier reinlegen. Inventar öffnen. Ja, da hat es nichts gebracht. Oh, Mist, so nicht. Halbe, halbe. Hier, halbe, halbe. Feuer entzünden. Lassen wir hier mal. Oh, nein, nein! Na, egal. Läuft. Läuft, ja. So. Okay, so, jetzt haben wir unsere erste Nahrung. Machen wir nochmal Holz nachschmeißen. Also ordentliche Nahrung. So, hi. Inventar öffnen. Du kriegst hier die Beeren. Du gibst mir dafür das Iron. Und sonst eigentlich nichts. Ne, den Rest kannst du doch, die Fasern und die Federn. Danke. Weiß ich zwar alles noch nicht genau, mit was man damit anfangen kann, aber wir haben es eben schon mal. Das sehen wir ja dann. Zunächst ist jetzt eh ja, alles ein bisschen schneller zu machen. Und damit wir eben aufleveln. Wie gesagt, ich möchte schnell vorankommen mit euch jetzt hier zusammen. Damit wir eben auch wieder den Standard haben. Obwohl, wir haben schon fast mehr als im Let's Play. Vor allem haben wir lebenden, gezähmten Dinosaurier. Hatten wir am Schluss, ist er von der Titanitboa getötet worden. Ich hoffe, dass das Drecksvieh nicht uns gleich nochmal begegnet oder so. Und jetzt haben wir innerhalb der ersten Folge schon einen Parasaurer und ja, halbwegs anständige Holzhütte hier stehen. So muss das. So läuft das doch gleich viel besser. Wir brauchen nochmal Stroh, wir brauchen nochmal Fasern. Und deswegen werden wir jetzt die Spitzhacke reparieren, wenn wir, was fehlt uns? Stein haben. Okay, Stein, Stein. Deswegen habe ich mal hier das Gebiet gerade ausgewählt. Hier ist ja alles voll mit so Gegenständen, die man gerade so holen kann. So, gib mir Stein. Danke. Spitzhacke reparieren. Baum weghauen. Fasern sammeln. Level up, yay. Das können wir machen, aber jetzt hier nochmal ein bisschen sammeln erst, bevor wir die Level up machen. Und dann gucken wir, was wir machen können. Was wir nochmal neue Engramme brauchen. Eigentlich müssten wir jetzt wirklich mal so langsam auf Lederjagd gehen. Weil das brauchen wir so für die nächsten Sachen, die ich eigentlich vorhabe. Oh, ja, gut, blau können wir noch nicht öffnen. Schade. Ja, noch ein Baum mit eben. So, ja, ich weiß. Überladen ist egal. Holen wir uns vielleicht doch ein paar Holzwände herstellen. Achso, die haben wir noch gar nicht freigeschalten, stimmt. Hey. Dann machen wir eben den da nochmal. So, Holzfundament geaddet. Und wo haben wir hier noch angeknüpft? Da hinten. So. Schon wieder von den Bären hier. Füttern wir die doch auch mal zwischendurch, immer bevor wir hier unsere ganze Nahrung wegballern. Level up. Wir gehen auf Resistenzen. Und gucken, was wir jetzt noch machen können. Level 12 brauchen wir für den Bogen. Also so weit möchte ich dann schon hier bleiben. Narkosemittel stellen wir mal her. Schlafsack. Und später dann den Wasserschlauch und das Bett brauchen wir. Jetzt haben wir die Wand jetzt freigeschalten? Nee, ne? Nee. Also immer noch keine Holzwand. Okay. Was hatten wir jetzt freigeschaltet? Sag mal, bin ich jetzt Betten, Schlafsack? Ach so, Narkosemittel, genau, genau. So, dann gehen wir jetzt mal hier jagen. Mit dem ersten verdorbenen Fleisch können wir ja schon. Hast du ihn jetzt wirklich hier durchhauen müssen? Ah, da liegt er aber, glücklicherweise. Ah, ich werde gleich wahnsinnig mit der Fackel. Liegt hier wirklich falsch. Narkosemittel, Narkosemittel. Wir haben ja schon schwarze Beeren da, Narkobeeren. Da brauchen wir 5 Stück, glaube ich, pro Narkosemittel. Stellen wir uns schon mal Narkosemittel her. Bereiten wir schon die Betäubungsfeile vor. Damit wir uns irgendwas Dickes
schnappen können, bevor wir hier die sichere Umgebung verlassen. Was denn das das? Ah, ein Pteradon. Ich dachte schon, es wäre ein Tabechera. Upsa. Axt raus. Ah, wir können wieder ein Fundament bauen. Ja, komm, warum nicht? Dann bauen wir einfach das Ding hier ein bisschen aus. Starter Base. Ist ja nicht schlimm. Gibt uns ja auch EP, wenn wir Holzstrukturen bauen. Und ja, je größer die Bude hier ist, ist ja auch nicht verkehrt. So, hier gehen wir nochmal hier rein. Hier haben wir schon das verdorbene Fleisch drin liegen. Die Narkobären legen wir auch mal rein. Und jetzt können wir schon mal Narkosemittel herstellen. Einmal, glaube ich, nur ja. Aber ansonsten fehlen uns die Narkobären. Das war es mit dieser Folge Ark Survival Evolved mit eurem Spooky4F. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei in unserem Dinotopia. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like und einen Kommentar sehr freuen. Schaut doch auch mal bei meinen anderen Playlists vorbei und bis dahin, euer Spooky4F. Bye, bye, bye.